Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite Retter die Welt und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. So meine Freunde, und zwar, wir haben das letzte Halloween Event, und zwar, also eins von den Events. Es sind ja, glaube ich, 20.000 Events, was aktuell gleichzeitig aktiv sind. Und zwar, das war Clips Albtraum. Dafür müssen wir Lautsprecher platzieren, und zwar 8 Stück. Und zusätzlich haben wir für unseren Albtraum-Mission natürlich auch noch eine weitere Sonderaufgabe, und zwar Plotspot platzieren, 5 Stück. Aber ich fokussiere mich natürlich mehr auf die Lautsprecher, weil ich will das Event endlich hinter mir haben. Dann haben wir ein Event weniger und dann wird das Ganze etwas übersichtlicher, auch für euch. So, bin gespannt natürlich, ob wir alle Lautsprecher auf dieser Map finden. 8 ein Stück brauchen wir und wir müssen natürlich Radartürme bauen. Darf ich auch nicht vergessen, zeitlich muss ich alles so ausgehen. Also schön die Augen offen halten. So, das erste Ausrufezeichen sehe ich schon. Ja, so ein Lautsprecher Nummer 1. Zack. So sehen die Dinge aus. Einfach platzieren. Ich glaube, da haben wir schon den nächsten, oder ist es mit dem Glotspot? Ja, da wäre Lautsprecher Nummer 2, meine Freunde. Also, wenn es so gut vorangeht, bin ich schon happy. So, da hinten sehe ich schon den nächsten Lautsprecher. Sehr schön. Zack, rauf da und Lautsprecher platziert. Mal schauen, ob Fortnite uns diesmal wirklich gönnt. Ob wir alle 8 Lautsprecher finden können. Weil somit hätten wir in dem Fall die eine Sondermission erfüllt, beziehungsweise das eine Halloween-Event, dann bleiben uns nur noch die restlichen. Aber zum Glück werden die Aufgaben nicht so chaotisch, weil es ist schwierig, wenn man parallel 2 verschiedene Aufgaben hat. Ich will das separat für euch Videos für beide natürlich machen, dass ihr wisst, was ihr da finden müsst, beziehungsweise zerstören müsst. Und es ist immer chaotisch, wenn da 2 oder 3 Aufgaben gleichzeitig laufen. So, das war Nummer 5, meine Freunde. Alles klar? Komische Geräusche, 3 brauchen wir noch. Mal schauen, was da Fortnite heute uns gönnt. 3 Lautsprecher müssen wir noch platzieren. Okay, ein paar Leute aus der Heimatbasis senden jetzt was. Allerdings nicht viele. Ich habe bis jetzt ein Radarturm gebaut. Ich muss mich da auch beeilen, natürlich. So, 2 bräuchte ich noch und da haben wir das komische Klavier wieder. Nehme mich mit, bis das Ganze endlich vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Okay, dann. So, ich bräuchte eigentlich 2 Lautsprecher noch. Komm, Fortnite, gönnen uns die restlichen 2 noch. Wenn es jetzt restlichen 2, dann kann ich in aller Ruhe mein Radarturm weiter aufbauen. Beziehungsweise erstmal anfangen damit. Ja, sieht schon gut aus. Sieht gut aus, meine Freunde. Zack. Nummer 7. Ein einziges noch. Komm, Fortnite, gönn uns einfach. Gönn uns das Ganze, dann haben wir die Mission auch schön abgeschlossen. So, es könnte weiter unten noch ein Lautsprecher sein. Ich habe noch nicht die ganze Map aufgedeckt. Wie kann man aus Versehen Nebelmonster rufen? Gut, ein Radarturm ist fertig. Ja, es geht auch schneller, wenn ich da mitmische, aber ich will natürlich den letzten Lautsprecher noch mitschnappen. Ja, da in der Mitte könnte was sein. Da weiter mittig könnte noch was sein. Wenn wir Glück haben, haben wir auch... Jawohl, meine Freunde. So mag ich das. Genau so mag ich das. So macht das Spiel auch richtig Spaß. So. Und... Zack. Na gut, dann bin ich dran. Gut, dann... Ich hätte eine beste
fange ich an, ein Radarturm zu bauen, und zwar, was nehmen wir denn? Einer ist da hinten schon dabei. Nimm das, was in der Mitte ist. Schön direkt in der Mitte. Goldene Mitte macht's aus und bauen den Radarturm. Auch noch fertig. Ja, zwei wurden eigentlich schon gebaut. Aber es macht zu viel Spaß. Deswegen will ich auch noch schnell eins bauen. So, was haben wir da? Das Holz. Okay, was baue ich da drauf? Alles klar. Das war gar nicht geplant. So, zack. Haben wir oben nochmal das gleiche. So weit springe ich, glaube ich, nicht. Ah, schade. Gut, dann haben wir die Wände dann, zack. Und Nummer Uno. Nummer Due. Ahnung, ich kann auch kein Italienisch. Wieso ich auf Italienisch ganz erzähle? Kein Plan. So, zack. So, oben das gleiche nochmal. Wie sie das Ganze immer wieder ändern. Damit sie das Ganze Aufbau etwas schwieriger gestalten. So, zack. Zack. Und natürlich die ganze Wand wieder. Jungs, gib mal da Ruhe. Also wir haben eigentlich schon alle drei Radartürme. Ich müsste jetzt keins bauen, aber ich habe ja gesagt, es macht viel zu viel Spaß, als dass ich das lasse. Zack. Komm, weg mit dir. Wir haben so Zwischenwände noch. Seitenwände, keine Ahnung, wie man das Ganze nennt. Zack. Und noch ein. Keine Treppe, sondern ein Boden. Da kommt unsere Treppe. Schwupps. Die Treppe auch schon. Und wieder ein Boden. Zack. Wieder eine Treppe. Ja, so mag ich das, wenn es so schön flüssig geht. Zack. Und wieder ein Boden. Zack. Ganze komplett nochmal. Ups. Dann noch eins. Kann ich das nicht drehen normalerweise? Die andere Seite. Komm. Ist mit dir, Fortnite? Tatsächlich. Was ist mit dem? Der zerstört unser Radarturm. So, wo ist der? Der kriegt eins aufs Maul. Die Olle ist es, komm. Olle zerstört unser Radarturm. Mit dir. Toll, du alte Schachtel. Jetzt muss ich wegen dir das Ganze da nochmal aufbauen. Und zack. Mit dir falsch. Und zerstört die Olle das Ganze. So, zack. Zurückstellen. Ups. Bei weg. Zack. Doch, zack. Ist dazu. Natürlich die komplette Wand wieder. Zack. Ja, ja, Jungs. Gib mal Frieden. Wie nervig die einfach sind. Wie nervig die alle sind.
Vielleicht muss es genau die umgekehrte Seite sein. Zack. Bodenplatte noch. Ups. Ganze nochmal umdrehen. Auch nicht. Bodenplatte. Jetzt passt. Dann nochmal die komplette. Zack, rein damit. Nochmal die Seitenwände. Schwupps. Oh, was fehlt uns noch? Fehlen uns noch die Seitenwände? Hey, platziert. Aha, da komme ich nicht weit mit dem. Da komm. Voll. So, was haben wir dann noch eine? Noch zwei Zwischenwände. Einmal. Einmal und einmal die komplette Wand. Haben wir das schon? Ich glaube, es fällt uns noch. Noch irgendwas fällt. Ja, da, weil die Olle das zerstört hat. Da mal kurz Drohne raus, damit wir da nicht abgelenkt sind. Ein bisschen Damage noch nebenbei. Und Radarturm ist fertig, meine Freunde. Da habe ich doch Ressourcen. Wieso soll ich nach Ressourcen suchen? Aber ich könnte einen Überlebenden, wenn einer in der Nähe ist, zufällig noch retten. Als gute Tat. Als letzte gute Tat. Komm, Ressourcen nehme ich natürlich mit. Da hinten ist ein Überlebender. Ich glaube, den hole ich noch. Und dann ist die Mission eigentlich auch schon erledigt. Wie gesagt, ich werde das Ganze wieder etwas kürzer halten. Muss aufpassen, dass die Videos nicht allzu lang werden. Ich will das Ganze einfach informativ und kurz und knapp für euch gestalten. So. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Und ich brauche mehr solche Überlebende wie dich, die einfach ganz zufrieden ist, wenn ich sie einfach nur anquatsche. Und nicht dann tausend Sachen von mir verlangt, dass ich gegen Gegner fighte, dass ich Medkit suche und alles mögliche, keine Ahnung. Gibt doch noch gute Überlebende. Einfach brav mitkommen. Animalie. So, da geht's nochmal Action. Dann nochmal Granaten rein. Einfach überall bei der Action mitmischen. Ja, ich könnte es natürlich noch weitere Radartürme aufbauen. Aber brauche ich eigentlich nicht. Weil wir sowieso die Mission geschafft haben, 5 Minuten. Ich nutze die Zeit immer, wenn es etwas länger Zeit übrig ist. Ich schaue immer auf der Map ein bisschen rum. Es kann sein, dass ich für die anderen Missionen oder für Dailies irgendwas rumliegen habe, was ich nicht gesammelt oder übersehen habe. Deswegen nehme ich das Ganze noch mit. Und ein bisschen Ressourcen farmen, ein guter Zeitvertreib. Seht ihr, sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Man sieht dann zufällig wieder irgendwo ein gelbes Ausrufezeichen, dass man irgendwas vergessen hat. Und dann muss ich meine Treppe natürlich wieder zurückstellen. Und das ist wahrscheinlich natürlich das komische Klavier. Höchstwahrscheinlich. Aber für sowas kann man auch die Zeit nutzen, meine Freunde. Ja, das ist Klavier, war ja klar. War ja klar, dass es komische Klavier ist. Ich weiß echt nicht, was das für eine Mission ist. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, meine Freunde. Aber das ist teilweise richtig nervig, wenn es immer dazwischen kommt. Bin froh, wenn die Mission oder Event, was es auch sein sollte, vorbei ist.
Gut, meine Freunde, dann sage ich schon mal wieder vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Video.